Herzlich willkommen bei Weltbild liest. Mein Name ist Carla Paul und bei diesen sommerlichen Temperaturen hier in Deutschland entführe ich Sie heute mit unserem Star-Autor nach Alaska. Wir reisen mit ihm heute in die Ferne. Es wird definitiv romantisch. Wir werden aber auch viel über die Liebe zur Literatur sprechen und weshalb es für manche Menschen, mich natürlich eingeschlossen, gar keine Alternative zum Leben zwischen den Seiten gibt. So geht es im Übrigen auch Judith Seidelhack. Sie ist, und wir haben jetzt eine klitzekleine Premiere, nämlich gar keine Weltbild-Buchhändlerin. Also für Weltbild arbeitet sie schon, allerdings eben nicht vor Ort. Sie kennen sie deswegen gar nicht, sondern arbeitet hinter den Kulissen und organisiert auch mit tatsächlich diese Livestream-Veranstaltung und ist dafür zuständig, dass alles so funktioniert, wie es jetzt hoffentlich bei Ihnen funktioniert. Wir dachten, es wird auch mal Zeit, dass wir auch diese Menschen mal mit ihrer Leseleidenschaft vorstellen. Hallo Judith. Hallo, mein Name ist Judith Seidelhack und ich bin seit 2007 bei Weltbild im zentralen Sortimentsmanagement tätig. Judith, jetzt, so können wir ja ganz offen sagen, wir beide kennen uns ja jetzt schon von der Zusammenarbeit hier, aber magst du mir und auch den Zuschauern da draußen vielleicht mal erzählen, was dich so an deiner Arbeit für Weltbild begeistert? Seit meiner Ausbildung zur Buchhändlerin bin ich ganz begeistert von der Branche, weil wir können es schaffen, die Welt unserer Kunden ein kleines Stück besser zu machen. Sei es mit einem Ratgeber für ein konkretes Problem, sei es mit einem Kochbuch für ein leckeres Rezept für die ganze Familie oder mit einem tollen Roman, der einen uns in fremde Welten entführt. Wir beide teilen ja ganz offensichtlich, wie unser heutiger Autor, auch die Liebe zu den Seiten. Aber weshalb brennt das bei dir so sehr? Und zwar eben auch so sehr, dass du die Liebe zu den Büchern sogar zum Beruf gemacht hast. Bücher sind für mich die perfekte Möglichkeit, in andere Welten einzutauchen, andere Situationen, andere Gefühle zu erleben. Und das schafft nur das Buch. Und das ist einfach was mich nach wie vor begeistert. Ja, Judith, I feel you, was soll ich sagen? Geht mir natürlich genauso. Und dann möchte ich aber natürlich auch gleich wissen, was liest du denn selbst gern? Was liest du vielleicht sogar gerade? Hast du aktuelle Buchtipps für uns mitgebracht? Mein aktuelles Lieblingsbuch aus der Belletristik ist von Sasa Stanisic, Herkunft. Was macht es aus? Wo sind wir geboren in diesem Europa? Ganz tolle Sprache, ein absolutes Highlight. Der zweite Buchtipp von mir ist der neue Band von Susanne Collins, Tribute von Panem. So ein bisschen die Vorgeschichte, was ist vorher passiert. Ich habe gestern angefangen, wie ihr seht, die ersten 200 Seiten habe ich schon geschafft und bin wieder absolut eingetaucht in die Panem-Welt und es ist wieder ganz toll. Und noch ein praktischer Buchtipp von mir zum Schluss, Jamie Olivers Veggies, Rezepte ohne Fleisch, super Inspirationen und lasst es euch schmecken. Vielen Dank, liebe Judith. Dann hoffe ich natürlich, dass du dann bald Feierabend hast, damit du das Buch weiterlesen kannst. Das war aber mal sehr, sehr schön, dass wir dich eben nicht nur hinter den Kulissen beobachten konnten, sondern dass du auch Teil unserer Live-Show warst. Dabei können auch Sie sein, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Sie können nämlich dieses Video. Ich weiß immer nicht, ich bin ja in diesem Video, deswegen kann ich Ihnen das nicht genau sagen, aber irgendwo hier sind ganz viele Buttons, da können Sie liken und teilen und herzen und natürlich ganz eifrig Kommentare schreiben. Darüber freuen wir uns sehr und ich nehme Ihre Rückmeldungen und auch Ihre Fragen an den heutigen Autor dann natürlich wie immer sehr, sehr gerne gleich mit ins Gespräch. Und nun ziehen Sie sich warm an. Für alle die, die aus bekannten Gründen ja aktuell nicht im Fernweh schwelgen können, lassen Sie uns doch mal mit dem heutigen Experten zumindest auf eine gedankliche und eine literarische Reise gehen. Ich freue mich sehr über und vor allen Dingen auf den Journalisten und Schriftsteller Christopher Ross. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Hallo. Lieber Herr Ross, wie geht's Ihnen denn? Also das muss man ja sagen, das brauchen Sie auch niemandem mehr beweisen. Sie sind so ein richtiger Reiseliebhaber. Sie haben eigentlich
von der Welt schon unfassbar viel gesehen. Wir werden auch gleich noch drüber sprechen. Wie ist es für Sie, dass Sie jetzt ja so eine ganze Weile tatsächlich gezwungen daheim bleiben müssen? Das gab es ja so noch gar nicht. Wie schlimm ist so Ihr aktuelles Fernweh? Ja, das ist natürlich bitter und wird immer größer, weil ich es ja gewohnt war, zumindest bis zur Corona-Krise, jedes Jahr für längere Zeit nach Amerika oder Kanada zu fliegen und dort mich nach neuen Geschichten und neuen Schauplätzen umzusehen, mit vielen Menschen zu reden und zu recherchieren. Und ansonsten hat sich natürlich für die Arbeit zu Hause wenig geändert, wie bei allen Autoren, Autorinnen. Wir sitzen zu Hause in unserer Burg und tippen vor uns hin und schreiben, vielleicht sogar noch konzentrierter als vorher, weil ja selbst der Gang so die Flucht ins nächste Café und ausbleibt. Und aber nach einer Weile wird einem dann doch bewusst, ja, deine Enkel und Söhne und kannst du nicht mehr sehen oder nur per Skype oder aus der Ferne vom Balkon runter. Und das wurde natürlich inzwischen besser. Aber dann kommt wieder dieses Fernweh hoch. Und wenn man natürlich die Reiserei geboren ist, ich bezeichne unsere ganze Familie schon immer als Wanderer, dann juckt es einen halt in den Fingern und hofft, dass es bald wieder losgehen kann. Gibt es denn schon neue Pläne, dass Sie sich so ein bisschen vortasten, vielleicht wenigstens innerhalb von Deutschland reisen, wandern oder ins Meer fahren? Ja, Amerika ist zurzeit nicht drin und ich wollte eigentlich im April und Mai wieder hinfliegen und hat mich genau knallhart erwischt im März. Habe es aber geschafft, das alles umzubuchen, war eine Heidenarbeit, aber bei mir waren die Fluglinien eigentlich kulant und auch einigermaßen schnell. Das hat nur 2 Monate gedauert. Und deutschlandweit werden wir es nochmal nach Österreich jetzt wagen, weil einer meiner Söhne ist in Österreich verheiratet und arbeitet dort beim Lokalfernsehen und wohnt direkt in einem Gebiet, das als Urlaubsgebiet bekannt ist, am Attersee. Und besser kann man es nicht haben, wenn man Nahurlaub machen möchte. Und ja, zur Eintracht als Fußballfan kann ich noch nicht gehen. Und zur Sushi-Bar nach Düsseldorf vielleicht mal. Da bin ich nach diesem Wochenende als Hamburgerin lieber mal ruhig, was den Fußball angeht. Ja, würde ich auch sagen. Da vielleicht noch nicht alle Weltbild-Zuschauerinnen zu den langjährigen Fans ihrer Romane gehören. Fangen wir, würde ich mal sagen, mal ganz von Anfang an. Wie sind Sie eigentlich zur Liebe, zur Literatur gekommen? Und wenn ich das richtig recherchiert habe, dann hat das ja ganz, ganz früh angefangen. Sie sind schon von den Eltern geprägt worden. Die haben beide schon tatsächlich auch im Literaturbereich gearbeitet. Ja, nicht nur die, sondern auch meine Großeltern. Mein Großvater mütterlicherseits hat einen Verlag aufgebaut für Wirtschaftsrecht, irgendwas Kompliziertes, den es immer noch gibt. Und mein Vater, Großvater väterlicherseits, war Journalist beim Kicker Anfang des Jahrhunderts, den es damals auch schon gab, den Kicker, man glaubt es kaum. Aber nicht für Fußball, sondern für Radrennen, die damals sehr viel populärer waren als heute. 6-Tage-Rennen war bis in die 40er Jahre das ganz große Ding. Und der kannte sich da mächtig aus, hat auch eine Biografie geschrieben über irgendeinen Radfahrer und Gedichte, lustige, die ich noch gefunden habe. Meine Eltern sind beide Buchhändler. Mein Vater hat lange im Verlag gearbeitet, auch unter anderem im Sportverlag. Meine Mutter hat eine Buchhandlung aufgebaut. Sie haben sich natürlich auch auf der Buchhandelsschule, wo sonst, kennengelernt, in Leipzig. Und ich bin in Frankfurt aufgewachsen. Wir haben ungefähr 10 Minuten von der Buchmesse weggewohnt. Und auf diese Weise war ich jetzt schon so ungefähr 50 Mal auf der Frankfurter Buchmesse, weil ich kam ja auch als Kind immer rein an den Verlagstagen, weil meine Eltern Buchhändler waren. Und das war schon immer ein Erlebnis, auch als Kind, allein um diese Menge von Büchern zu sehen und drin zu wühlen. Und ist bis heute eins geblieben. Und so ging das los mit der Literatur. Natürlich bin ich zwischen Büchern aufgewachsen. Bei uns gab es keine Schrankwand, Gelsenkirchener Barock, wie bei vielen Familien damals in den 60er Jahren. Aber es gab eigentlich nur Bücherregale an der Wand, sowohl bei meinen Großeltern als auch bei uns. Und mein Vater war großer Erich Kästner und Bertolt Brecht-Fan. Da kam natürlich immer der passende Spruch zum passenden Gelegenheiten. Aber auch standen halt auch viele Bücher rum, in die man zwangsweise reinsah.
Und dann habe ich gemerkt, während der Schulzeit, dass mir das Schreiben und Formulieren einigermaßen Spaß macht und auch gut von der Hand ging, im Gegensatz zu allem, was mit Zahlen zu tun hatte. Ne? Da war eher sehr gruselig. Nachfühlen. Ja, das war ganz schlimm. Und hatte ich damals schon während der Schulzeit angefangen zu schreiben und habe mich damals auch begonnen für Indianer und für Kultur der Indianer, amerikanische Geschichte zu interessieren und habe dann mich einfach hingesetzt, ich weiß heute noch nicht warum, und habe einen Artikel geschrieben, der Untergang der Indianer, über das, was ich wusste von Indianern. Und da wohnte ich mal kurzfristig in Baden-Baden, wir sind 24 Mal umgezogen und meine Eltern haben sich immer wieder scheiden lassen und wieder geheiratet, fast so wie Richard Burton und Elizabeth Taylor. Auch deswegen kamen wir viel rum. Und in Baden-Baden gab es eine Zeitung, gibt es heute noch, das Badische Tagblatt. Provinzzeitung, eine ziemlich große. Und die hatte eine Kinderseite. Dachte ich, die haben nur auf mich gewartet. Ich bin hinmarschiert, persönlich. Habe gesagt, hier bin ich, ich habe was für euch. Und die haben das tatsächlich gedruckt. Und es gab 20 D-Mark damals. War damals ein Vermögen. Und reichte auch heute noch für einen Big Mac und eine Cola. Und dann dachte ich, super Job. Ne? Du machst das, was dir gefällt. Du schreibst über das, was dich wirklich interessiert und nicht die blöden Aufsätze, wo man das Thema vorgegeben kriegt. Das machst du mal als Job. Ja, meine Eltern hatten natürlich Verständnis dafür, ist eine coole Idee, aber natürlich, wie der Spruch so kommt, lerne erstmal was Anständiges. Also was Anständiges war natürlich Buchhändler. Habe ich Buchhändler gelernt beim Heine Verlag als Verlagsbuchhändler, der erste und letzte übrigens. Und habe dann länger im Lektorat gearbeitet bei Heine. Und habe nebenbei dann angefangen zu schreiben. So richtig die raue Tour mit Heftromanen angefangen, die damals noch mehr als schon verschrien waren als heute. Habe so ein paar Western geschrieben, die auch gedruckt wurden. Und später auch ein paar Cherry-Kotten. Und finde das heute noch eine der besten Schulen, um wirklich auf Zeile und auf Punkt zu schreiben und Spannung aufzubauen. Ist immer ein gutes Thema. Gute Schule und habe damit angefangen und dann nach meiner Buchhändlerlehre bei Heine habe ich dann bei Heine ein bisschen fürs Lektorat gearbeitet, für die Westernreihe, für was sonst und bin dann bei Kauka gelandet. Das sind die Leute von Fix und Foxy damals gewesen, dem Comicheft. Die unter uns erinnern sich noch. Ja, und die wollten eine Zeitschrift machen über den wahren Wilden Westen. Da war ich damals schon bekannt wie ein bunter Hund und sollte da mitmachen. Da wurde aber außer der Nullnummer nichts raus. Und dann sagt ihr, Mensch, du kennst dich mit Wilden Westen aus, dann kannst du auch Lucky Luke texten. Sag ich, klar kann ich den texten, keine Ahnung natürlich gehabt, aber es hat geklappt und habe dann Fix und Foxy getextet und Lupo und wie sie alle heißen. Und das ist gar nicht so einfach übrigens. Und habe das 3 Jahre lang gemacht, habe als Chefredakteur von Fix und Foxy aufgehört und habe dann gesagt, jetzt reicht's, jetzt machst du vollberuflich Schriftsteller, hatte ein Buch schon veröffentlicht und das zweite hatte glücklicherweise einen Preis gewonnen. Der große Goldrausch von Alaska hieß das, ein erzählendes Sachbuch bei Herder. Und das hat den Gerstecker-Preis für das beste Abenteuerbuch des Jahres gewonnen und hat natürlich mich so ein bisschen populärer gemacht. Und da dachte ich, jetzt oder nie, und es war jetzt und hat dann auch ganz gut geklappt soweit. Sie hatten ja dann auch eine eigene Radiosendung im Laufe der Zeit über Country, wenn ich nicht irre. Ja, ich habe, wie der Amerikaner sagt, meinen Finger in vielen Pies gehabt. Ne? Ja. Aber viele Dinge getan. Und da gehörte vieles, hat eine Hand die andere gegeben. Mhm. Ich habe mich sehr für Indianer interessiert. Aus dem Interesse für Indianer und Cowboys und Pioniergeschichte wurde ein Interesse für die gesamte amerikanische Geschichte. Bei einem Sachbuch über Cowboys hatte ich ein Kapitel über Cowboy-Lieder und bin dadurch auf Johnny Cash gestoßen und über Johnny Cash auf die Chris Christopherson und wie sie alle hießen. Mhm. Und kam jemand, kannst du nicht mal ein Lexikon über Country-Musik schreiben? Habe ich gemacht für Heine. Und so kam ich dann in diese Nashville-Szene rein und war plötzlich mit den ganzen Stars da auf Du und die hier keiner kannte, aber in Amerika. Und irgendwann hat mich dann einer gefragt beim Bayerischen Rundfunk, willst du nicht eine Country-Sendung machen, kannst du das? Da habe ich gesagt, kann ich. Ich hatte keine Ahnung auch wieder. Aber man muss ja erst mal sagen, das kann man. Und das ging dann auch gut. Ne? Die ersten waren natürlich etwas holprig, aber ging dann gut und lief dann 10 Jahre.
bei Bayern 3 und Bayern 1 und später aber am damaligen SDR in Stuttgart. Und das habe ich dann so eine Art Amerika-Magazin draus gemacht, also Country-Musik gespielt aus Amerika, die ich immer mitgebracht habe, so richtig Vinylplatten, stapelweise. Der Zoll hat immer ganz genau hingesehen. Und dadurch hatte ich dann natürlich gute Connections und habe dann viele bei Amerika berichtet und habe meine Bücher verlost und sowas. Und das war natürlich auch eine hochinteressante Geschichte. Ja, da haben wir auch Bildmaterial von Ihnen bekommen. Einmal eben, denke ich, das war Ihre Radiosendung wahrscheinlich, ja, im Studio. Und einmal, wie Sie mit einer ordentlich dicken Jacke wahrscheinlich mitten in Alaska sind. So war es. Das war nicht mitten in Alaska, aber mitten am Yukon, zumindest nebenan. Mhm. Beim Yukon Quest, das ist eins der beiden ganz großen Hundeschlittenrennen, über 1000 Meilen lang. Und da durfte ich damals dabei sein und einige andere nicht mitmachen, weil das ist Leistungssport. Und aber man konnte das mit dem Auto hinterherfahren, immer wieder zu diesen Stationen, wo die Hunde dann übernachtet haben. Und die Mascherinnen heißen die ja, die Hundeschlittenführer und Führerinnen. Und habe dann mit denen gequatscht und habe mir alles zeigen lassen und recherchiert halt. Und das war natürlich schweinekalt, das war im Februar und da war es dann schon mal so 30, 40 minus und da brauchte man so eine Jacke, ne? Und schöne, ja, Handschuhe. Das, ja, glaube ich, da braucht man so eine Jacke. Die Jacke hatte sogar so eine eingebaute Heizung, so ein kleines Ding, das wurde dann wie so eine Heizdecke. Und aber es war immer noch, man musste sich immer noch vorsehen. Aber es ist... hat mir immer mehr gefallen, als eigentlich in der Sonne rumzuwandern. Ich war auch nie so der Strandtyp, kann ich auch gar nicht, kann nicht so ruhig sitzen am Strand. Also auch nicht lesen oder so. Und deswegen hat es mich eigentlich immer mehr nach Norden gezogen. Und eben auch da mit Schnauzbart damals, Tom Selleck Gedächtnisbart und Burt Reynolds Gedächtnisbart, als er noch jung war. Und ja, das waren aber einschneidende Erlebnisse, weil man da wirklich mal gesehen hat, wie rau die Natur ist, wie schön auf der einen Seite, wie weit das Land ist, unendlich weit, und was diese Hundeschlittenleute und vor allem die Hunde da leisten. Ja. Das ist unfassbar. Und in Alaska und auch in Kanada ist ja Hundeschlittenrennen so ungefähr, was Champions League bei uns ist. Mhm. Und das wird im Fernsehen live übertragen, Riesenzirkus und auch Riesenkohle ist dabei. Ne? Sie sind schon in jedem Land der USA mindestens einmal gewesen, stimmt das? Das stimmt, ja. Das war so einer meiner Jugendwünsche. Ich bin ja in Frankfurt, wie gesagt, aufgewachsen, als Halbamerikaner praktisch, weil ich immer EFN gelauscht habe. American Forces Network, die es ja auch in München gab. Der amerikanische Soldatensender, der hatte natürlich die super Musik damals. Hatte aber auch Hörspiele, die so in den USA damals in den 40er Jahren gelaufen waren. Und das waren alles Vorläufer späterer Fernsehsendungen, wie Gunsmoke, Rauchende Colts oder Perry Mason gab es später auch als Fernsehsendung. Und was es so alles gab, ne? Und The Shadow, weiß ich noch, hieß eines, ne? Mit so einem seltsamen Detektiv. Und da konnte man erstens gut Englisch lernen. Ne? Und zweitens hat man natürlich die amerikanische Kultur oder was die Amerikaner dafür teilweise gehalten hat, hat man da tief eingesogen. Ne? Und so ging das los. Und was macht jetzt... Ja, Entschuldigung, dann habe ich aber wegen der 50 Staaten. Und damals habe ich ihm gesagt, du willst irgendwann mal nach Amerika und zwei Dinge willst du sehen. Erstmal, das Monument Valley, das kannte ich aus vielen Western von John Ford, John Wayne und so, diese Felsen, diese kesselartigen. Und die Golden Gate Bridge, die wollte ich auch unbedingt sehen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und du willst alle 50 Staaten irgendwann durchhaben. Das habe ich dann gemacht. Und als ich das erste Mal in Amerika war, kam ich in Chicago an und fuhr nach Abilene in Kansas. Das war noch, wo sich auch jeder gewundert hatte, was will der Typ in Kansas? Da waren aber bekannte Revolvermänner am Werken damals, White Earp und so. Ne? Hat mich interessiert. Und tatsächlich war ich dann etwas später an der Golden Gate Bridge. Und auch ein Monument Valley. Auf der Golden Gate Bridge war ich sogar mal ganz oben drauf, auf dem Pfeiler. Da kann man hochfahren mit dem Aufzug.
Das war damals, habe ich das durch Connections mir ergaunert. Sehr windig da oben. Ich war aber froh, dass ich wieder unten war. Und heute, selbst als Journalist, muss man da teuer für bezahlen. Ich habe später mal gefragt. Also unter 1.000 Dollar kommt man da nicht weg. Ne? Ja. Und ich habe das noch so gemacht. Das war irre. Und habe praktisch dann auch, als ich recherchiert habe in Amerika viel, in vielen Gegenden, dachte ich irgendwann, Mensch, du fährst hier rum und kannst du auch was für Reisezeitschriften schreiben, wenn du hier schon sowieso rumfährst. Das habe ich dann gemacht und das hat viel dabei geholfen, viel Amerika kennenzulernen. Und so habe ich dann einen Staat nach dem anderen praktisch mir erarbeitet und kenne inzwischen jeden Sandweg und habe tatsächlich alle 50 durch, sogar Hawaii. Respekt, aber ja. Dann frage ich mich natürlich, also weil es ist ja ein Riesenkontinent, da ist jedes Land anders, das sind auch, also ist ja wirklich so unterschiedlich, auch von der einen Ecke bis zur anderen, aber was macht jetzt ausgerechnet Alaska so besonders, dass Sie da die Willow Creek Romane platziert haben? Ja, erstmal hat mich der Norden immer fasziniert, seitdem ich in jungen Jahren schon ein Buch über Eskimos geschrieben habe. Heute hieß das wahrscheinlich Inuit, aber damals war das noch politisch korrekt. Und dann natürlich recherchiert habe in Alaska zum ersten Mal. Die Zeit, wo die Ölleitung, die Pipeline entstand und war bis in ganz im Norden, in Barrow, eine gottverlassene Gegend damals noch und heute wahrscheinlich auch noch. Und habe dann später einen Film mitgemacht mit Kollegen für das bayerische Fernsehen über Inuit auch und war da 6 Wochen mit Inuit zusammen nördlich des Polarkreises. Und das war so eins der tollsten Erlebnisse, was ich so hatte und auch einschneidendsten. Wir waren mit denen auf der Jagd und also nicht selber, aber haben dabei zugesehen. Ja. Und einsam auf dem Eis, einmal gehört zu den einschneidendsten Momenten, hat uns ein Jäger mitgenommen auf die Robbenjagd. Und dann fiel dem ein, dass er was vergessen hatte. Und wir waren im Fernsehteam, waren auch der Kameramann dabei und der Tonmann. Und dann hat er gesagt, bleib mal her, ich komme dann wieder in 2 Stunden. Wir standen dann wirklich mitten auf dem Eis. Du hast dich 360 Grad gedreht und hast nur Eis gesehen. Und als der dann weg war, das war dann schon ein seltsames Gefühl. Ne? Und vor allem hat er vorher irgendwas von Polarbären genuschelt. Und so, dass man da ein seltsames Gefühl hatte. Aber das war ein irres Gefühl. Ne? Man stand ja praktisch auf gefrorenem Ozean. Ne? Und erwachte aber so die Faszination am Norden. Und vor allem ist es bei Alaska die Größe des Landes und diese unendliche Weite, die man erst ermessen kann, wenn man da ist. Und ich meine, da passt Deutschland, glaube ich, 5-mal rein, ja. Ganz locker. Und ist auch bei Weitem der flächenmäßig größte Staat der USA. Und es ist halt alles größer, wilder und es gibt mehr, die Leute haben mehr Flugzeuge als Autos, es gibt mehr Tiere als Menschen. Und es ist einfach ein abenteuerliches Land und bis heute noch eins der wenigen Länder, in dem wirklich noch Abenteuer erlebt werden können. Und wo man wirklich auch solche Frauen wie in Sterne über Alaska treffen kann. Ne? Das sind Mädels, viele Mädels haben diese Schlittenhundrennen, die ich erwähnt habe, gewonnen sogar. Und es sind ganz taffe Mädels, die also alles können, weil man einfach darauf angewiesen ist in der Wildnis. Die können also nicht nur Nagel in die Wand schlagen, sondern Autos reparieren und Schnurmobile und gehen mit Hunden um und alles. Und natürlich sind das keine Mannweiber, sondern das sind Mädels, die ziehen sich auch mal flott an und gehen dann zum Feiern. Und das hat mich auch immer fasziniert, was da abgeht. Ja, naja, es ist natürlich mit unserem Alltag nicht vergleichbar. Ich bin froh, wenn ich in die Wand bekomme. Auch da haben wir von Ihnen Bilder mitgebracht bekommen, was uns ein bisschen zeigt natürlich, wie wunderschön die Natur ist, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, wenn man natürlich den Roman dazu liest. Und jetzt muss ich ein kleines Geständnis machen, was mich natürlich sehr gefreut hat beim Buch. Mich verbindet nämlich eine Kleinigkeit mit dem Roman. Aber, etwa, also leider noch nicht die Liebe zu Alaska, wobei ja. Auch mir so jede Temperatur über 20 Grad sehr zuwider ist, muss ich sagen, sondern die Liebe zu Hunden tatsächlich. Ah, ja. Mhm. Und nicht nur die Liebe zu Hunden, sondern ich habe ja auch einen. Und mein Hund heißt Pepper. Nein. Was jetzt eben ein Insider zum Buch ist, denn der Hund im Roman, der heißt nämlich auch Pepper.
Aber eigentlich geht es natürlich, also mit auch um den Hund, aber um eine ziemlich fabelhafte Frau, die, naja, so das ein oder andere, die ein oder andere Herausforderung, sagen wir mal, mit in ihrem Leben aktuell hat. Und ja, wer ist denn eigentlich Carrie und wie kommt die jetzt nach Willow Creek und warum eigentlich? Ja, sie hat erstmal einen wohnt in der Stadt noch und hat einen Husky zu Hause. Und wenn man Husky hat in der Stadt, also auch in Anchorage oder Fairbanks, was die einzigen größeren Städte sind in Alaska oder außer Juneau und so weiter, dann ist das natürlich wie hier. Man sollte nicht einen Hund halten, wenn man nur eine ganz kleine Wohnung hat. Und ein Husky schon gar nicht. Ne? Ein Husky will Freiheit und Wildnis, will mehr laufen als viel mehr laufen als andere Hunde. Ja. Der ist zum Laufen geboren und ist also auch kein Schoßhündchen, mit dem man jetzt auf dem Sofa sitzt und Eierpopeia macht, weil das wollen die gar nicht. Ne? Die wollen auch nicht mit dem Bett schlafen, sondern die wollen draußen schlafen, weil es da schön kalt ist und das ist ihre Sache. Die haben ein dick genuges Fell. Das Fell ist dick genug und also musste die sowieso mit dem Hund mal irgendwann was unternehmen, entweder irgendwo weggeben, aber das kam nicht in Frage. Aber das Problem löste sich, als ihr Mann sich nicht als das herausstellte, was er wohl beim Kennenlernen vorgegeben hatte, wie es öfter so ist. Ne? Und so hat sie die Gelegenheit zum Break ergriffen und ist über Umwege da gelandet in Willow Creek. Mhm. Kleiner Ort, der inzwischen schon in zwei Büchern eine Rolle spielt. In einem Weihnachtsroman, der im Oktober bei Weltbild erscheint, wieder. Weihnachten in Willow Creek, wie soll das sonst heißen? Und da anheuert und den Hund erstmal unterbringt bei einer Husky-Züchterin, die auch immer eine tragende Rolle spielt in diesen Büchern. Und jetzt natürlich so an die Wildnis gewöhnt ist, wie diese Hundezüchter richten und auch von Männern die Nase voll hat. Die will eigentlich nur ihre Ruhe haben. Aber wie es so ist, vor allem in schönen Romanen, taucht natürlich dann doch jemand auf, ne? Natürlich ein Raubein, wie sie da öfter wohnen, und ein Ranger aus dem Nationalpark, dem Nahen, die Nelly National Park, und kommt vorsichtige Annäherung und sie lernt durch ihn wieder das Vertrauen in Männer und die Liebe und auch eben diese Wildnis kennen und gleichzeitig kommt natürlich auch Pepper unter Dach und Fach mit ihr zusammen, weil sie bleibt dann da und ist erst im nächsten Buch dann woanders, aber das dürfen, da so ungefähr. Nichts verraten dazu. Ja, ja. Wir wollen den Roman ja erst noch lesen, aber ich würde sagen, wir lernen die beiden jetzt mal kurz kennen. Würden Sie uns ein Stück daraus vorlesen? Ja, klar. Ich habe eine Szene rausgesucht. Die Carrie heißt sie, fährt zusammen mit Mitch, das ist der Ranger, auf dem Hundeschlitten spazieren und was heißt spazieren, sie fahren durch die Wildnis, sie wollen eigentlich zu seiner Hütte. Er lenkt den Hundeschlitten natürlich, steht auf den Kufen hinten. Man lenkt den Hundeschlitten nicht mit Zügeln, wie es oft falschlich dargestellt wird, sondern allein durch Bewegung und Verlagerung des Gewichts und durch Kommandos. Und sie sitzt vorne auf der Ladefläche und hält sich gut fest und sie fahren dahin. Das ist halt ganz schön, wenn es gerade und eben ist, aber es kann auch böse werden, wenn das Wetter nicht so mitspielt, wie es häufig in Alaska der Fall ist. Außerhalb des Wäldchens führte der Trail über mehrere Hügelkämme, wo der Wind heftiger wehte und der Schnee kein Hindernis mehr darstellte. Statt luftigem Neuschnee erwartete sie dort mehr meist vereister Boden, der den Hunden alles abverlangte und den Schlitten heftig poltern ließ. Carrie hielt sich mit beiden Händen am Rahmen fest und hatte kaum Augen für das Nordlicht, das in grünen Schlieren über den dunklen Himmel zog und die Sterne, die bei ihnen noch ungestört in der Dunkelheit strahlten. Erst als Mitch den Schlitten anhielt und mit überzogener Kapuze und leicht gebückt zu den Huskies lief und ihnen neue Booties überzog, blickte sie nach oben und ließ sich von dem märchenhaften Glanz verzaubern. Wildes Alaska ging es ihr durch den Kopf. Selbst im nördlich gelegenen Fairbanks war sie in der Wildnis nie so nahe gewesen. Hier machte ihr nicht mal der eisige Wind etwas aus. Das Jaulkonzert der Huskies, die so schnell wie möglich weiter wollten, erfüllte die Luft, bis die Booties endlich an den Pfoten waren und sie ohne Schmerzen laufen konnten. In weiser Voraussicht
hatten sie inzwischen beide ihre Rucksäcke umgeschnallt, nur für alle Fälle, wie Mitch betonte, denn die Hütte war nicht mehr weit und sie würden spätestens in einer halben Stunde am wärmenden Kamin sitzen. Mitch war unruhig geworden und blickte öfter zum Himmel empor, ließ aber kaum Nervosität erkennen. Als Ranger, der jeden Teil im Nationalpark kannte, wusste er nahende Gefahren besser als jeder andere abzuschätzen. Noch eine Meile, noch eine halbe Meile, wenn man die Augen etwas zusammenkniff, konnte man die Blockhütte am Waldrand schon erkennen. Jetzt haben wir es gleich geschafft, rief Mitch. Gott sei Dank, antwortete Carrie. Sie saß mit dem Gesicht nach vorn und hatte alle Hände damit zu tun, sich festzuhalten, erkannte in der Dunkelheit nicht, dass die meisten Sterne längst hinter Wolken verschwunden waren. Sie wunderte sich nur über die plötzliche Ruhe. Als hielte der Wind den Atem an, um ihnen auf der letzten halben Meile nicht mehr in die Quere zu kommen. Gleich darauf brach das Unheil über sie herein. So plötzlich, als habe der Wind der Geistes darauf angelegt, sie besonders zu demütigen und noch kurz vor dem Ziel abzufangen, fegte ein heftiger Blizzard aus den Bergen herab und hüllte sie in einen dichten Flockentaumel. Alles war plötzlich weiß und sie sahen kaum noch die Hand vor Augen. Doch noch viel schlimmer war der Wind, der mit unvorstellbarer Wucht auf sie eindrang und sie beide vom Schlitten warf. Mitch versuchte verzweifelt, sich an der Haltestange festzuhalten, schaffte es nicht und musste loslassen, musste hilflos mit ansehen, wie die Huskies mit dem Schlitten im wirbelnden Schneesturm verschwanden. Carrie prallte hart auf den vereisten Boden und schrie vor Schmerzen auf. Im Orgeln und Dröhnen des Blizzards hörte nicht einmal sie selbst ihre Schreie. Sie suchte nach einem Halt und griff ins Leere, taumelte ziellos zur Seite und wusste schon bald nicht mehr, wo oben und unten war. Sie landete kopfüber im Tiefschnee, rang vergeblich nach Luft, räumte den Schnee mit beiden Händen zur Seite und atmete tief ein. Dann packte sie der Sturm erneut, trieb sie durch den peitschenden Wind, bis sie erneut den Halt verlor. Mitch, rief sie, Mitch, wo bist du? Auch ihre Hilferufe verschluckte der Wind. Er drang von allen Seiten auf sie ein und stieß sie beinahe wütend durch den Blizzard. Die ganze Welt schien plötzlich aus Schnee zu bestehen. Er war überall eine weiße Hölle, wie sie sich nur im hohen Norden auftun konnte. Längst hatte ihr der Wind die Schutzbrille vom Gesicht gerissen. Ein Wunder, dass ihre Wollmütze noch standhielt. Der Schnee drang in Augen, Nase, Ohren und Mund und raubte ihr die Luft zum Atmen. Sie war dem Tode nahe, spürte sie und kämpfte mit aller Kraft dagegen an. Mitch war Mitch, er musste doch in der Nähe sein. Wie durch ein Wunder tauchte er in der nächsten Sekunde vor ihr auf. Mitch schrie sie wieder. Sie griff nach seiner Hand, bekam sie zu fassen, musste schon im nächsten Augenblick wieder loslassen. Der Wind war zu stark, riss sie auseinander und Mitch war nicht einmal als Schatten zu erkennen. Sie hatte ihn verloren. Mitch flehte sie und wusste zugleich, wie vergeblich ihre Hilferufe waren. Der Blizzard dröhnte wie ein vorbeifahrender Güterzug, erfüllte die Luft mit unerträglichem Lärm. Sie hatte jegliches Gefühl für Raum und Zeit verloren. Aus der winterlichen Traumlandschaft war eine dunkle Hölle geworden, aus der es keinen drinnen zu geben schien. Die hereinbrechende Nacht war noch dunkler und stürmischer als sonst und hielt sie fest umklammert. Eisige Kälte rauschte mit dem Schnee heran und kroch ihr unter die Haut. Sie mussten so schnell wie möglich aus diesem Inferno raus, wenn sie nicht qualvoll erfrieren wollten. Ja, und dann kämpften sie noch ein bisschen vor sich hin. Also keine Sorge, Autorin, das klingt jetzt alles sehr nach Thriller. Es wird auch dann noch ein bisschen herziger, wir versprechen es Ihnen. Natürlich, ich habe jetzt immer eine kleine Action-Szene rausgesucht. Man sucht ja immer die Action-Szenen raus, wenn sowas ist. Und es soll ja auch eine Mischung sein, eine gute Mischung zwischen Romantik und Abenteuer. Zugleich ist es aber nicht eine Verklärung, denke ich. Denn Alaska ist eben beides, eine wunderschöne, erhabene Landschaft, die aber gleichzeitig hinter ihrem schönen Gesicht auch sehr viele Gefahren birgt. Und so wie die Wildnis an sich, die wunderschön sein kann, eben auch gefährlich sein kann. Und das wird dann deutlich. Sterne über Alaska, das muss man dazu sagen, ist der zweite Band der Willow Creek-Reihe. Man erkennt auch, es gibt ja sozusagen einen großen Alaska-Komplex mit vielen Büchern von Ihnen. Man kann die Bücher und auch dieses Buch aber auch einzeln lesen, oder? Man kann das alles einzeln lesen, sogar die Bände von Clarissa-Reihe oder anderen Reihen, wo Frauennamen den Titel geben.
Und Willow Creek ist extra so angelegt. Es ist im Grunde wie eine Fernsehserie, die man immer anschauen kann, weil es spielt immer in derselben, im selben Ort, einem fiktiven kleinen Ort in Alaska, mit dem üblichen Inventar, also sehr einer skurrilen Ansammlung von Leuten, interessanten Menschen und wie den Schwestern, die das Restaurant bewirtschaften, das Pionier Café und sich so ähnlich sehen, dass sie kaum einer auseinanderhalten kann. Und der Mann vom Flughafen, von der Rollbahn, der mit seiner kleinen Piper durch die Gegend fliegt, aber jede Frau, die irgendwo auftaucht, den Willow Creek sofort anmacht. Und die Witwe Bagley, die ihren Mann schon früh verloren hat, auch ein Flieger natürlich, und die immer kein Ende findet und ständig von ihrem Mann erzählt und von den Abenteuern, die er erlebt hat und vielleicht auch nicht erlebt hat. Also es kommen dann viele interessante Menschen vor und die Geschichte spielt immer in diesem Willow Creek. Ich mag sowas ja sehr gerne, aber ich bin auch ein großer Fan von entsprechenden Fernsehserien. Und wer jetzt natürlich diese Livestream-Lesungsreihe schon ein bisschen länger begleitet, der weiß auch, dass ich da ein bisschen ein Freak bin. Ich muss immer von vorne anfangen, ich muss auch immer alle Bücher einer Reihe lesen. Aber trotzdem für Sie, wenn Sie eben, Sie können auch zwischendurch einsteigen, das ist alles überhaupt kein Problem. Auf wie viele Teile ist die Reihe denn angelegt? Haben Sie da schon Pläne? Das ist eine gute Frage. Ich dachte, normalerweise denke ich immer erstmal nur 3 Bände weit und vielleicht auch 6 Bände. Solange es gute Geschichten hergibt, so ein Ort, denke ich, ist das eine gute Lösung, weil es ja immer andere Hauptfiguren sind und nicht wie bei einer anderen Reihe wie Clarissa, wo eine Frau im Mittelpunkt steht. Ja. Und da kannst du nicht immer ständig eine neue Liebesgeschichte erfinden. Das wäre dann irgendwo langsam seltsam. Ja, sehr anstrengend. Aber in so einem Ort kannst du viel machen. Ja, das sind zwar Leute, die auch sich entwickeln, aber eben immer wieder neue Protagonisten, die dann das eigentliche Romantik und wirkliche Abenteuer erleben. Dass man da immer einsteigen kann. Sie sind ja insgesamt wahnsinnig fleißig. Also wenn es stimmt, tatsächlich, ich muss, Schande über mich, ich habe es nicht nachgezählt, aber Sie haben über 100 Bücher schon geschrieben. Stimmt ja, das? Ja, vielleicht sogar noch mehr, wenn ich die unter Jaja mitzähle. Ja. Und früher war ja Vielschreiber oft mal ein Schimpfwort, aber kann sowieso nicht anders als schreiben. Ich muss drauf loslegen, ne? Und schreib halt gern. Und ich schreibe ja auch nicht nur für die Leserinnen und Leser, sondern auch für mich selbst, egoistisch, wie ich bin. Und ich finde, Schreiben und Lesen, beides ist ja eine Möglichkeit, nicht nur ein Leben zu führen, sondern gleich viele Leben zu führen. Immer nämlich immer das der Protagonistin. Und eben in verschiedenen Welten auch sich aufzuhalten, ne? Und das fand ich schon immer spannend, weil ein Leben ist nicht genug. Ne? Man muss da schon mehr so sich gönnen. Ja, ich kann das total verstehen. Aber ich frage mich natürlich auch, woher nehmen Sie die Disziplin oder die Organisation für all diese Welten in Ihrem Kopf? Wie sieht denn bei Ihnen so ein durchschnittlicher Schreiballtag aus? Das hat sich im Laufe der Jahre gewandelt. Also so mit 20, als ich angefangen habe, so die ersten Jahre habe ich oft abends geschrieben. Als ich noch die Comics gemacht habe, kam ja erst abends nach Hause und habe dann oft bis nachts geschrieben. Das Dumme war, dass es damals noch erst mechanische Schreibmaschinen und dann elektrische Schreibmaschinen gab, die auch ziemlich viel Krach gemacht haben und das die Nachbarn nicht so erfreut hat. Und das blöde Band, das man immer wechseln musste. Ja, und Tippex und all solche Dinge. Und damals hatte ich schon geträumt, es müsste eine Schreibmaschine geben, wo man einmal das Papier einspannt und man kann immer drauf losschreiben und kann das auch verbessern ohne Stress. Das hat dann die Computer übernommen und jetzt gibt es das tatsächlich. Hat auch seine Gefahren, weil man natürlich drauf losschreibt und sich darauf verlässt, dass man korrigieren kann. Und insofern, aber ich habe immer hintereinander geschrieben. Und es gab nie so richtig Urlaub, sondern es gab, waren immer Recherchereisen in Amerika, wo ich dann unterwegs entweder Recherche gemacht habe, mit Leuten geredet habe
aber jetzt nun selten irgendwo am See saß und gar nichts gemacht habe, sondern dann auch oft halt da auch geschrieben habe. Und dann läppert sich halt was mit den Jahren zusammen. Und ich erzähle immer von einem amerikanischen Freund, der, man nennt das ja in Amerika oft Hacken, also einer, der ein Buch nach dem anderen raushaut. Ne? Und der schrieb so Serienwestern und Serienkrimis. Und der hatte ein Rekordjahr. In einem Jahr hat er 29 Taschenbücher geschrieben. 29 am Stück. Und wie er das gemacht hat, weiß ich bis heute nicht. Weil das ist schon eine stramme Leistung. Ne? Kennen anderen, der hat auch, die sprechen dann immer von ihren Three-Day Wonders. Der hat ein Taschenbuch in 3 Tagen geschrieben. Ne? Mit solchen Kaffeebechern. Also das habe ich nie gemacht. Ne? Ja. Aber ich lasse mir schon Zeit. Hat sich auch gewandelt. Inzwischen mache ich das Ganze auf die biedere. Ich stehe morgens auf und fange so um 9 an und schreibe den ganzen Tag. Und ich höre auf, wenn ich ein Kapitel fertig habe. Also ich versuche immer ein Kapitel pro Tag zu schreiben. Mhm. Das klappt natürlich nicht immer. Und natürlich kann es auch einen Dienstag geben, der verregnet ist. Und ich schaue raus und sage, nee, heute nicht, ich habe keine Lust. Und dann gehe ich in die Stadt und schaue mir was an. Ne? Aber und dafür arbeite ich dann halt am Samstag und am Sonntag. Ne? Und solange das Spaß macht, finde ich das auch okay. Ne? Ja. Und da geht halt eins hinterm anderen raus. Geht nicht anders. Wir werden uns nicht beschweren, schreiben Sie fleißig weiter. Wir haben ja, mache ich. Das kann ich auch sagen, im Internet sind auch viele Fans. Ich lese mal ein paar Kommentare vor. Jutta Früh schreibt, ich liebe die Bücher, vor allem mein erstes Buch, mein Freund, der Husky. Wow. Sehr sympathisch, coole Bücher. Und natürlich die Standardfrage, aber die ist durchaus berechtigt bei so vielen Erzählungen. Philipp fragt, woher kommen die Ideen? Ja, das ist tatsächlich die Standardfrage, die man am meisten gestellt bekommt. Und früher habe ich immer gesagt, da sitze ich in die Badewanne und warte ein bisschen, dann kommen die Ideen von selber auf mich zu. Und die Ideen kommen tatsächlich überall. Oft beim Autofahren, wenn man allein Auto fährt oder dahin fährt. Aber auch auf Reisen, wenn man eben bestimmte Situationen kommt, bestimmte Gegenden sieht, in so einen kleinen Ort in Alaska kommt und sieht, das ist so eine Welt für sich, das wäre doch mal was. Und dann hänge ich das oft an Charakteren auf, dass einem der Charakter, der Protagonist, die Heldin zuerst einfällt. Und man denkt, man hat jetzt eine Frau, die steht aus denen den Gründen plötzlich allein da mit ihrem Kind und muss nach Norden und so weiter. Und was würde die tun? Und so schreibe ich auch. Ich habe zwar ein Gerüst mir aufgebaut und weiß, wie es ausgeht und manchmal auch nicht und weiß, was so passiert. Aber ich lasse oft den Personen dann, die das handeln. Also ich schreibe und dann ergibt sich aus dem Charakter der Person, ergibt sich im Grunde die Handlung. Das ist irgendwie spannender und auch überraschender, als wenn man so stur alles nach Schreibschule X sich einteilt und dann muss noch der Comic Relief dahin und da muss das hin, wie bei so einer Fernsehserie oft, dann wird das oft so starr und langweilig. Und es soll doch lebendig sein und überraschend sein. Ja, so kommen die Ideen. Jetzt haben Sie ja schon gesagt, also Sie sind nicht nur ein sehr, sehr fleißiger Schreiber und wir sehen es ja bei Ihnen auch im Hintergrund, Sie sind auch noch zusätzlich ein sehr fleißiger Leser. Und deswegen freue ich mich natürlich umso mehr, dass Sie uns auch aktuelle Lieblingsbücher mitgebracht haben. Immer her. Ja, das eine ist kein Buch, sondern wahnsinnig groß, sondern ein Kalender. Kann man sehen. Das ist von dem Christian Heb, mit dem ich viele Reisebücher gemacht habe. Und ist einer der besten Fotografen, vor allem Landschaftsfotografen überhaupt. Und den Kalender nur als Beispiel über Indianer, weil wir das Interesse für Indianer teilen und uns so auch kennengelernt haben. Das ist einer der besten Landschaftsfotografen überhaupt und der eben viele Reisebücher gemacht hat, auch ohne mich. Und inzwischen auch Kunst fotografiert und Amerika wirklich in allen Facetten fotografiert hat. Also nicht nur das schöne Hochglanz-Amerika mit den Landschaften, den Canyons und so weiter, sondern eben auch das hässliche Amerika und das rassistische Amerika, und da wirklich eindrucksvolle Fotos gemacht hat. Deswegen empfehle ich den sehr gerne. Dann habe ich hier natürlich einen, mit dem ich teile, die Biografie teile. Wir haben uns sehr oft gesehen und getroffen. Wir haben beide für
Schneiderbücher angefangen, die gab es früher mal. Ja, die Massenware für Kinder. Auch meiner Zeit, die kompletten Enid-Blyton-Bücher waren ja alle bei. Ja, genau, ja. Und da habe ich nur als Beispiel gebracht, Rainer M. Schröder heißt der Junge, Das Geheimnis der weißen Mönche, gilt als Jugendbuch, ist auch für Erwachsene lesbar und er hat viel über Mittelalter geschrieben und auch das handelt von einem jungen Mann, der in ein Kloster kommt und da irgendwelche Machenschaften aufdeckt. Sehr spannend geschrieben und der auch eben einer, der unwahrscheinlich gründlich recherchiert und einem auch viel erzählt über die damalige Zeit. Dann habe ich eins mitgebracht, das mir sehr viel erzählt hat über Wölfe. Natürlich muss so ein Buch dabei sein. Das ist die Elli Haradinger, Die Weisheit der Wölfe, war auch ein Bestseller übrigens. Und sie hat auf sehr verständliche Weise erklärt das Wesen der Wölfe. Und das ist ja eins, was in meinen Büchern eben auch vorkommt, dass die Wölfe den Menschen sehr viel ähnlicher sind, als man denkt, in ihrem Sozialverhalten. Und also ihren schlechten Ruf halt hauptsächlich durch Märchen und böse Legenden weghaben. Und auch heute noch, sieht man ja jeden Tag in der Zeitung. Und sie erklärt das ja schön, wie gesittet es eigentlich in so einem Wolfsrudel zugeht. Und dann habe ich noch ein amerikanisches, das ist nur die amerikanische Version, weil es das Ding noch nicht in Deutsch gibt. Aber man sollte sich den Autor notieren. Ich glaube, es gibt eins seiner Bücher in Deutsch. Und wenn die Verlagsjungs und Mädels auf Zack sind, dann übersetzen, lassen sie das auch übersetzen. Ich denke, dass es bald übersetzt wird, weil es so gut ist. Und das heißt This Tender Land und handelt von vier Kindern eigentlich, die aus einem indianischen Internat, einer Boarding School, wie es damals um die Jahrhundertwende gab, ausreißen und mit einem Kanu den Mississippi hochfahren und nach St. Louis wollen. Und ihre Odyssee durch das ländliche Amerika ist voll von Begegnungen mit skurrilen Leuten und anderen Outcasts und Aussteigern und ist ein sehr warmherziges Buch und was für Erwachsene geschrieben wurde, aber auch als Jugendbuch durch, also eigentlich für mit dem berühmten Modewort All Age behaftet werden kann, This Tender Land von William Kent Krüger. Der William Kent Krüger kommt aus Minnesota und kennt sich da halt auch gut aus und ist bekannt geworden durch eine Krimi-Reihe, wo auch Indianer eine große Rolle spielen. Das ist indianische Kultur, der Ojibwe-Indianer, so bin ich auf den einmal gestoßen, habe ihn dann auch kennengelernt bei einer Lesung in Amerika und also auch einer, der dem das Land an sich auch wo das Land an sich auch eine tragende Rolle in den Romanen spielt, wie es bei mir, wie ich es auch versuche. Das Land ist nicht nur Kulisse, sondern es ist ja auch irgendwie handelnde Person auch. Ne? Also tatsächlich wird er hier in Deutschland ja beim Piper Verlag veröffentlicht. Ja. Ich hatte von ihm im letzten Jahr gelesen, Für eine kurze Zeit waren wir glücklich. Genau, das war der erste Band in seiner Reihe, in dieser dann Reihe. Kommt das da wird es auch kommen, ja. Und mich auch sehr beeindruckt im Buch. War ein gutes Buch, ja. Weil es auch sehr mitnimmt. Ja, und es ist genauso. Ja. Und er zieht einen richtig rein in so eine Sektengruppe auch, die dann auftaucht und von so einem Reisejahrmarkt und spielt ja zur Zeit der Prohibition, was einen natürlich auch wieder an heutige Situationen erinnert, als diese Hoover-Wills entstanden, diese Zeltstädte, wo viele Arbeitslose sich eben gesammelt haben und da ihre eigenen Probleme versucht haben zu bewältigen. Also und gleichzeitig aber doch ein sehr warmherziges Buch, weil der Zusammenhalt von diesen vier Kindern oder Halbwüchsigen so ein bisschen Huckleberry Finn und Tom Sawyer erinnert, schon wegen der Landschaft auch. Ja, und auch vom ganzen Schreibstil. Ich weiß schon, was Sie meinen. Ja, das stimmt. Ja. Schließe ich mich komplett an. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, jetzt werden Sie denken, oh, wo hat das jetzt nochmal hochgehalten? Machen sich keine Gedanken. In den Kommentaren, hier oder hier, irgendwo hier, schreibt Weltbild gerade, verlinkt gerade für Sie die Bücher, sodass Sie jetzt nicht wild mitschreiben mussten, sondern keine Sorge, das ist auch für später dann nochmal vermerkt und dann können Sie sich die in Ruhe natürlich auch im lokalen Buchhandel oder auf weltbild.de besorgen. Zimmi fragt, was war Ihr Bücherheld Ihrer eigenen Kindheit?
Oh ja, das war der allererste, mein allererstes Buch war Dr. Doolittle. Das war mein erster Held auch. Und dann war ich nicht, war ich, ging ich im Grunde mit dem Mainstream, weil ich habe auch Enid Blyton verschlungen und fand da Fünf Freunde sehr ansprechend, aber ich fand die, diese Abenteuerreihe noch besser, die Burg der Abenteuer und wie die alle hießen. Und von Schneiderbüchern weiß ich auch noch, Captain Conny Schnuppert Seeluft. Und natürlich habe ich Kästner gelesen, wie gesagt, mein Vater war großer Erich Kästner-Fan, alles fand ich, finde ich heute noch super gut. Und ja, ich habe dann früh, das waren so die ersten Helden, also die Helden der Kindheit. Dr. Doolittle war der allererste. Ja, die einen ja sehr prägen. Jetzt haben Sie natürlich schon seit vielen, vielen Jahrzehnten Amerika begleitet. Und da fände ich es natürlich mal spannend zu hören, so wie hat sich der Kontinent für Sie auch gesellschaftlich verändert? Ja, also erstmal grundlegend verändert. Erstmal dadurch, dass man durch das Internet natürlich auch sehr viel näher an den ganzen, ganzen Entwicklungen dabei ist. Aber natürlich hat sich politisch seit den Bush, den Bush auch einiges nach rechts verschoben, was wir bei Recherchereisen, der Fotograf zum Beispiel, als wir zusammen unterwegs waren, oft sehr deutlich gemerkt haben, besonders im Süden so, wenn man im tiefsten Alabama ist und dann damals auf den alten Bush so ein bisschen schimpfte, dann hat man es da schon ganz, ganz gefährlich gelebt, ne? Weil da sind wirklich Rednecks unterwegs. Und ich habe heute noch Facebook-Freunde, die ich über Western kenne und so und da mir nie einen Gedanken gemacht habe. Aber jetzt mit Trump und so weiter kam hoch, die sind also nicht weit weg vom Ku Klux Klan. Ne? Mhm. Die Mehrheit der Amerikaner, die ich kenne, sind auf der anderen Seite. Und es geht wirklich so ein Schnitt durch die Bevölkerung. Es ist wirklich 50-50, soweit ich weiß. Inzwischen vielleicht leicht auf die linkere, die demokratischere Seite verlagert. Aber es hat unverändert ein Land, was unwahrscheinliche Naturschönheiten zu bieten hat, interessante und freundliche Menschen hat. Und aber selbst diese Naturschönheiten sind in Gefahr durch eine rigorose Politik, die zum Teil jetzt auf Fracking setzt und so weiter. Und auch die Nationalparks oder die Gebiete, die der Regierung unterstehen, stark beschneidet aus wirtschaftlichen Gründen und den Umweltschutz und die Naturschönheit dabei außer Acht lassen. Also es ist vieles, was einem politisch nicht gefällt. Ich habe da auch immer den Mund aufgemacht, diskutiert. Amerikaner reden ja normalerweise nicht über Politik, aber inzwischen ging das los. Wissen Sie, meine Frau hat da auch immer den Mund aufgerissen und dann erschrecken sie manchmal. Aber sie sagen dann auch, was los ist. Aber es ist, was soll man auch erwarten? So in der Mitte von Nebraska oder Kansas muss man sich einen vorstellen, der da auf seiner Farm lebt. Der sieht nichts anderes außer Fox News und der kriegt ja gar nichts mit. Ne? Das ist das Highlight der Woche ist, zum Walmart zu gehen, zum Kaufhaus und da Kumpels zu treffen oder vielleicht zum Bowling und das war's. Ne? Die haben da keine Ahnung von Europa, dann solche Leute. An der Küste, dann schon wieder eher in den Städten. Also es ist sehr zwiespältig alles und andererseits, wenn man zurückdenkt in den 50er und 60er Jahren, also ich war in den 50er noch nicht da, aber was man so hört, da war natürlich Amerika noch sehr viel rassistischer als heute. Ja. Und ich habe ja auch Jugendbücher geschrieben über diese Zeit, also über Martin Luther King. Und bei der Recherche hat man doch gesehen, dass da war schon ganz böse Sachen unterwegs, ne? Was einen auch wahnsinnig stört. Und habe ein Buch über Vietnamkrieg geschrieben, über Krankenschwestern im Vietnamkrieg. Und auch da mit so einer Krankenschwester habe ich recherchiert, lange gesprochen. Und also da ist einiges im Argen, aber ich meine, bei uns ist auch einiges im Argen. Und man muss halt sein kleines Schärflein dazu beitragen, dass es besser wird. So sieht es nämlich mal aus. Ja. Wenn man noch nie in Amerika war, also tatsächlich, ich hatte auch nur einen kleinen Einblick. Ich war bisher in New York, ich war mal in Miami, aber das sagt ja über ganz Amerika sehr, sehr wenig aus. Ja. Wenn wir uns schon mal so eine kleine Reisetraumliste vielleicht basteln, wenn wir denn irgendwann wieder dürfen, was würden Sie sagen, was sollte man unbedingt gesehen haben? Also um Amerika wirklich kennenzulernen, also auch das
wirkliche Amerika, das ländliche Amerika. Und dann wäre es gut, einfach die Route 66, die ehemalige, runterzufahren von Chicago nach Los Angeles. Da kommt man durch Gegenden, die abseits jeglicher Tourismus liegen und das Amerika unverfälscht zeigen. Wenn es um Städte geht, meine Lieblingsgroßstadt war immer Chicago. Vielleicht, weil ich aus Frankfurt komme, beides ehrliche Städte. Ne? Und Chicago übrigens weit vorn mit Umweltschutz zusammen mit San Francisco und Seattle. Wir waren eine die mit zu den grünsten Städten, den meisten Fahrradwegen. Und Chicago von den Großstädten, Miami war auch lange Zeit eine Lieblingsstadt von mir. Sehr gewandelt, sehr gefährlich. Und von den Gegenden natürlich Montana und Wyoming, wenn man die Weite kennenlernen will, die Rocky Mountains, Arizona, New Mexico, Utah, wenn man die Nationalparks sehen will, die Canyons, die Gegenden, die man vielleicht aus Western kennt, und Alaska, wenn man das wahre Abenteuer kennenlernen will. Da freuen wir uns natürlich, da waren jetzt ganz viele Tipps dabei, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, da können Sie ja immer so ein bisschen nach Persönlichkeit gucken, mit was Sie anfangen oder wo Sie gerne mal hinfahren, den Experten, Sie wissen, wo Sie ihn finden. Bis dahin legen wir Ihnen natürlich die Bücher von Christopher Ross ans Herz. Fangen wir mal mit Alaska an, dann lesen Sie sich einfach durch und wenn Sie mit allen Büchern durch sind, ich glaube, dann dürfen wir da auch wieder hinfliegen. Selbstverständlich wird alles nochmal verlinkt von den großartigen Kollegen und Kolleginnen vom Weltbild-Team und Sie können natürlich auch vor Ort in jeder lokalen Buchhandlung dann die Weltbild-Experten nach den Romanen fragen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich beim großartigen Autor Christopher Ross über das tolle Gespräch über Amerika und natürlich die Literatur. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ja, danke für die Einladung, hat viel Spaß gemacht.